Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder CSL und zwar mit dem PC CSL Sprint 5730 Ryzen 7 für 1699 Euro. Das System wurde mir wie immer im Videovorschlägekanal vorgeschlagen von Staub S und das schauen wir uns jetzt mal an. Und bevor wir zu dieser Config kommen und so weiter, einfach mal als kleiner Tipp, es wurde sich jetzt vor kurzem gewünscht, wir sollten mal wieder günstigere Systeme zeigen. Ist kein Problem, packt sie in den Videovorschlägekanal. Ich gucke mir die dann alle an und dann bewerte ich die natürlich auch, sofern da irgendwie Platz ist in den Videos. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild. Das ist jetzt nicht sonderlich fake. Es ist wirklich eine 240er Wasserkühlung drin. Zu dem Gehäuse kann ich jetzt nicht viel sagen. Habe ich selber noch nicht da gehabt. Das ist wieder so eine Eigenproduktion von CSL. Aber so ungefähr wird das System auch aussehen. Betriebssystem ist nicht mit dabei. Der Prozessor ist ein AMD Ryzen 7 7800X3D. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 120 Watt TDP, die er realistisch sowieso nie erreicht und unterstützt offiziell DDR5 5200 MTS. Ich weiß, euch fällt das Ohr ab mittlerweile wegen diesem Prozessor. Aber der ist halt sehr beliebt, er ist sehr leistungsstark und sehr effizient. Das Thema TDP 120 Watt, der pfeift sich im Gaming vielleicht 60, 70 Watt rein, wenn es hochkommt. Von daher, das ist eine gute Wahl, könnt ihr auch mit streamen, wenn ihr möchtet. Der bottleneckt auch keine Grafikkarten, ist wirklich ein guter Prozessor. Wir kriegen halt im Moment nicht so viel als Alternative. Jetzt gab es noch den 14600K, hatten wir mal im Video, aber der landet halt häufig in diesen Configs. Und der kostet 373,99 € bei Mindfactory. Der Prozessor-Kühler ist eine Boostbox Liquid ARGB 240mm Wasserkühlung. Das ist einfach nur eine ungelabelte LS520. Man sieht es auch am Design. Die haben halt dieses mittlere Pumpenplättchen da geändert. Es liegt in dem Privatkundensektor sogar immer ein unbedrucktes mit dabei. Könnt ihr auch selber was draufdrucken, wenn ihr wollt. Ansonsten hat die 5 Jahre Garantie. Hatte ich selber schon im Test. Reicht ganz dicke für diesen Prozessor. Ihr könnt diesen Prozessor sogar mit einem Luftkühler kühlen. Zum Beispiel ein AK620. Habe ich selber schon so gebaut. Hat auch noch ein bisschen RGB-Beleuchtung und so mit dabei. Das passt soweit. Und die kostet 90,50 € bei ProShop. Die Grafikkarte ist eine Sapphire Radeon RX 7800 XT 16 GB. Bitte von diesem Bild nicht beeindrucken lassen. Man muss hier schon ganz genau schauen, hier ist die nämlich auch angewählt und wenn man da auf das i klickt, da kriegt man das richtige Bild, die hat nämlich auch nur 2 Lüfter. Das ist nicht sonderlich schlimm, nur wer jetzt Wert drauf legt, dass die besonders groß und lang und dick aussieht, nein, ist sie nicht. Ansonsten diese Grafikkarte in Kombination mit dem Prozessor ist wunderbar, man kann auch eine 7900 XT oder XTX da reinschmeißen, das funktioniert alles mit dem Prozessor. Die Grafikkarte für WQAD Gaming gut geeignet, 4K auch noch, da kommt es auf die Titel an. Ich habe einen sehr ausführlichen Test gefunden. Da wird WQHD, Full HD, 4K, alles komplett durchgetestet. Wenn ihr jetzt Cyberpunk damit spielen wollt, ja, das geht, wenn ihr mit, sage ich mal, 50 FPS durch die Gegend trullern wollt. Das geht klar. Die 7900 XT und die XTX sind nicht umsonst auf dem Markt. Wenn ihr mehr FPS wollt, müsst ihr halt mehr ausgeben. Ansonsten ist das eine gute Karte. Und die kostet 529 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Asus Tough Gaming B650 Plus Wi-Fi. Erstmal der B650-Chipsatz, völlig ausreichend für diesen Prozessor. Ansonsten hat das gekühlte Spannungswandler 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein. Mit etwas Glück könnt ihr diesen kleinen Slot noch nutzen, eventuell wird der auch vom Kühler der Grafikkarte überdeckt. Wir haben auch noch 2 weitere Slots für eine Capture-Card oder so. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, Netzwerkanschluss, 4x USB 2.0, 2x USB 3.1, 2x USB Typ C ist auch mit am Start und die Onboard-Grafik. Bitte benutzt die einfach nicht. Nehmt bitte die Grafikkarte, halt die 7800 XT. Und wir haben noch einen BIOS-Flashback-Button. Ist auch ganz nice, hat auch nicht jedes Board. Wem die Anzahl der Anschlüsse reicht, ist mit diesem Board auf jeden Fall gut bedient. Wenn ihr mehr wollt, müsst ihr halt wieder mehr ausgeben. Na, ist klar, aber das ist jetzt kein blödes Micro-ATX-Board oder so. Das ist wirklich vernünftig. Und das kostet 196,90 € bei CaseKing.de. Der Arbeitsspeicher sind 32 GB DDR5 RAM Dual Channel 2x16 6000 MTS Kingston Fury Beast RGB. Und schauen wir uns hier auch mal das Infoblättchen an, finden wir halt heraus, dass es CL36 RAM ist. Viele von euch wissen, dass ich meistens sage, CL30, 32 wäre besser. Könnt ihr hier auch konfigurieren, kostet effektiv 19,90 € mehr. Der sieht dann so aus. Und da habt ihr halt 6000 MTS CL30. Also für 19,90 € würde ich das schon mitnehmen. Aber wir rechnen jetzt natürlich mit der Grundkonfig. Also nehmen wir den hier erstmal. 32 GB, super gewählt für ein Gaming-System 1A. 6000 MTS, auch gut. CL36, ja, habe ich gerade angesprochen. Ist jetzt nicht der schlechteste RAM. Muss ich wirklich sagen, haben sie schon ordentlich reinkonfiguriert. CL30 oder CL32 hätte mir besser gefallen, aber das müsst ihr für euch entscheiden. Ist es euch die 19,90 € wert oder eben nicht? Ansonsten haben sie auf jeden Fall nicht daneben gegriffen mit dem RAM. Kann man so auch machen.
und der kostet 134,89 € bei Mindfactory. Was die Festplatte angeht, haben wir 2000 GB M.2 PCI Express 4.0 SSD Kingston NV2. Die sehen wir auch andauernd. Lesegeschwindigkeit 3500 MB die Sekunde, Schreibgeschwindigkeit 2800 MB die Sekunde mit TLC oder QLC Speicher, je nachdem was ihr bekommt. Es gibt im Bereich von 110 €, was diese SSD halt kostet, schon bessere SSD, unter anderem von Lexa, von Samsung, wie auch immer. Man kann sie nehmen. Die anderen haben einfach bessere Lese- und Schreibraten. Beim Gaming ist es jetzt nicht so wichtig, nur wenn man das Geld schon ausgibt, sollte man vielleicht ein bisschen darauf achten. Aber es gibt noch schlechtere SSDs, das ist jetzt nicht die billigste am Markt, passt schon. Und die kostet 109,95 € bei Reichel.de. Ja, das hier ist jetzt so ein Thema, CSL Tribus Gehäuse, da weiß ich nicht genau, was das für ein Case ist. Es hat eine Meshfront, es hat scheinbar 4 RGB-Lüfter, also 3 in der Front, 1 im Heck. Dann habt ihr oben noch die Wasserkühlung drin. Das geht schon. Ich nehme jetzt als Vergleich das Shakun TG4M RGB, dass wir einen Preispunkt haben einfach nur. Das bringt auch schon RGB-Lüfter vorne und hinten mit. Klar, die Wasserkühlung, die ist jetzt bei dem Case nicht mit dabei. Die wird ja sowieso einzeln berechnet in der Liste, von daher. Und das kostet 69,85 € bei ETEC.at in Österreich, beziehungsweise 72,48 € bei Mindfactory in Deutschland. Jetzt haben wir hier wieder so ein Thema. Netzteil, 700 Watt Boost. Box Power Boost 90% Effizienz, 80 plus Gold zertifiziert. Wenn wir Rechner konfigurieren auf unserem Discord, falls ihr danach fragt im Ticketsystem, wandert so ein Netzteil da nie rein. Wir nehmen meistens irgendwelche von Be Quiet oder so, die preislich auch ungefähr in diesem Segment liegen. Deswegen will ich einfach nicht verstehen, warum ein 750 Watt Be Quiet Pure Power 12, 93% effizient, 80 plus Gold zertifiziert, 74,90 € Aufpreis kostet. Da kommt ihr bei dem 700 Watt Boostbox, was für 80 € gelistet war von CSL selber, auf den gleichen Preis. Schauen wir uns das hier an. Das hat ein Jahr Herstellergarantie, 80 plus Gold-Zertifizierung, festes Kabelmanagement. Keine Modularität, ein Jahr Garantie. Gut, das System hat 3 Jahre, das heißt, das Netzteil ist mit abgedeckt. Aber wenn es danach euch um die Ohren fliegt, steht ihr da. Seasonic, Be Quiet, MSI, Gigabyte, die bringen mittlerweile 10 Jahre Garantie. Ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr das System kaufen wollt, dann wechselt das Netzteil zu irgendwas, was länger Garantie hat. Selbst wenn nach 3 Jahren die Garantie abgelaufen ist bei CSL oder Boostbox, könnt ihr immer noch dem Hersteller schreiben und sagen, ey, Be Quiet, ihr gebt 10 Jahre drauf, das ist gerade abgeraucht, ich will Neues, dann kriegt ihr das auch. Wenn wir uns hier die historischen Daten so angucken, dann lag das immer so zwischen 70 und 80 €. Wir rechnen gleich 80 € drauf. Das Witzige an der ganzen Nummer ist jetzt einfach noch, das wollte ich auch noch festhalten, die haben das ja auch als 850 Watt. Wenn man sich aber ein teures System von denen anguckt, so ein 3000 € System oder 2500 € System, da wandern diese Boostbox-Dinger gar nicht mehr rein. Da nehmen sie dann von Grund auf Be Quiet, MSI und wie sie alle heißen. Das war, glaube ich, auch bei Boostbox mal der Hand of Blood PC. Da war auch nicht dieser China-Böller drin. Deswegen, lasst es euch gesagt sein, konfiguriert das bitte um, auch wenn das Umkonfigurieren teuer ist. Und ich sehe gerade, es sind gar nicht mehr 3 Jahre Garantie. Es sind nur noch 24 Monate Garantie ohne den deutschlandweiten Abholservice. Der kostet nochmal 15 € extra. Das hatten die sonst immer direkt mit drin. Kann auch sein, dass es nur bei Boostbox so war. Aber Boostbox gehört halt zu CSL, ist quasi die Gaming-Sparte. Und wenn man hier diese standardmäßigen, die vorher standardmäßig waren, 36 Monate nimmt, kostet das schon 100 €. Also wenn euch das Netzteil nach 2 Jahren in die Fritten geht, habt ihr halt Pech gehabt. Dann wären wir jetzt auch beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil, was wir jetzt noch extra drauf rechnen. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.505 € circa, beziehungsweise 1.585 €. Und das System kostet 1.699 €. Da seid ihr jetzt bei bummelig, wenn wir das Gehäuse so ganz lapidar rechnen, sag ich mal zwischen 110 und 130 € Aufpreis, was völlig okay ist. Das gibt mir jetzt auch keinen Grund, irgendwie eine Alternative rauszusuchen. Warum? Natürlich gibt es bestimmt irgendwo ein System, was vielleicht auch gerade im Sale ist und dann noch günstiger ist mit der gleichen Konfiguration. Aber das Angebot an sich gibt mir keinen Grund, jetzt einen rauszusuchen. Bis auf die Nummer mit dem RAM, das hätte man halt besser machen können. Ist nicht schlimm, aber hätte man besser machen können. Ja, und die Sache mit dem Netzteil. Ansonsten aber wirklich ein gutes System. Also Wasserkühlung ist völlig okay, Prozessor ist okay, Mainboard ist auch okay, Grafikkarte auch. Wir wissen sogar, welche Grafikkarte wir kriegen. Bei dem Gehäuse, ja gut, hatte ich selber noch nicht in Hand, aber ne, ihr wisst schon. Also wer sich das kaufen möchte, der soll sich's kaufen, ändert die Sachen ab, die ich gesagt habe und dann ist das auch okay. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.